schwarze Seelenstein wird mein größtes Werk sein, mein Vermächtnis und mein Geschenk an die Menschheit. Es wird Kriege geben zwischen den Menschen und den Kreaturen von Himmel und Hölle. Die Macht meines Steins ist genau das, was nötig ist, um die Menschheit für immer von Dämonen und Engeln zu befreien. Zauberin ist recht faszinierend. Vielleicht solltet ihr diese Unterhaltung mit ihr führen. Was? Nein, ihr missversteht mich. Das meint ich doch gar nicht. Geduld.
Der Gelehrte der Zakarum schrieb, dass die trostlosen Sande entstanden, als eine Schlacht zwischen Magierclans explosive Energien freisetzte, die das gesamte Gebiet verwüsteten. Aber das erklärt nicht die riesigen Skelette. Niemand konnte sie je identifizieren. Handelt es sich um eine ausgestorbene Spezies riesiger Tiere? Dämonen? Sagenhafte Drachen? Vielleicht werden noch nicht. Wir es nie erfahren. Zeit für eure Ausflüchte. Chaldeum steht kurz vor einem Aufstand und der Feind ist kurz davor, die Archive von Soltun Kull zu erreichen. Schlachtet ihn ab! Bringt mir den Kopf des wahnsinnigen Zauberers und den Schwein... Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Thank you.
Meine Tasche ist voll. Seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein.